und er wirkt ziemlich nervös. Er hat uns auch schon gesagt, was wir machen müssen, wenn wir Elefanten sehen. Also hier sind definitiv die Elefanten angekommen. Da ist abgerissen, abgerieben, da alles umgekippt. Wir sind hier auf einem Floß. Ein Bambusfloß. Und treiben hier einen wunderschönen Fluss runter. Es ist relativ sonnig und relativ heiß. 40 Grad hat unser Guide gesagt. Ungefähr 1,5 Stunden ist diese Tour. Wir machen irgendwann am Ende Pause. Und da gibt es dann Bambustee und Bambuskaffee. Also in Bambus traditionell gemacht. Aber jetzt genießen wir hier erstmal die Natur. Fähre, da ist ein kleines Floß und es ist da oben festgemacht, damit man hier problemlos den Fluss überqueren kann, auch bei höherem Wasser noch, auch da drüben. Und deswegen haben sie hier eine Fähre angelegt. So, Mittagspause. Wir haben jetzt gerade hier zum Wenden brennt schon das Feuer. Und da wird uns jetzt Kaffee in Bambus oder Tee in Bambus gemacht. Thank you. Es ist wahrscheinlich noch ziemlich heiß. So, nach einer Tasse Tee geht es jetzt weiter. Sieht so aus, als würden wir wieder den Fluss zurück, bergauf quasi, flussaufwärts paddeln. Wir haben nur die Flussseite, das Flussufer gewechselt. Da hinten müssen wir noch sehen, wo wir waren. Wir gehen jetzt hier wieder hoch und treffen wahrscheinlich wieder unseren Guide. Und das Coole, die Becher durften wir behalten. Richtig krass, wie diese Steine sich da noch halten. Von außen würden die quasi schweben. So, wir sind jetzt im Khaosok Nationalpark und bereiten uns auf eine 3 Kilometer Tour hin und zurück, also jeweils. Das ist eine 6 Kilometer Tour, ungefähr 4 Stunden wandern, mit in die Dämmerung rein, kurzes Essen dazwischen. Und ich hoffe, es gibt viel coole Natur und vor allem viele geile Tiere zu sehen. Das erste coole Tier haben wir schon gesehen. Da ist ein Lemur, da ein bisschen weiter hinten ist noch einer. So, wir haben anscheinend eine der längsten Lianen der Welt. Da, dann geht sie da hoch, da kommt sie wieder runter, wieder dahinter irgendwo. Anscheinend bis zu 500 Meter werden die lang. Das ist alles, was man da sieht, alles eine.
So, ich bin mir nicht sicher. Ich hoffe, unser Guide hat sie nicht verlaufen. Und er schaut immer mal wieder so rechts, links bei den Abzweigungen. Ich glaube, er ist sich auch nicht 100% sicher. Aber zur Not können wir den Weg ja wieder zurückgehen. Und hier übrigens an der Seite, so der ganze Bambus, der immer mal wieder abgebrochen ist, sind alles Elefanten. Der Nationalpark hier war vor 2 Wochen auch noch gesperrt, weil Wildelefanten gesichtet waren. Die sind verdammt gefährlich. Sollte man nicht zu sehr Kontakt haben mit denen. Man sieht hier auch überall noch immer mal wieder Elefantenkot. Und ja, man sieht auch überall noch hier, haben wir alles abgebrochen, um an die Sprossen und an die Blätter zu kommen. So, jetzt sind wir wieder zurück auf dem Weg, also auf dem hier festen Weg. Und auch wenn der andere Weg schon ziemlich cool war, war doch relativ anstrengend. Wir haben gar nicht mehr so viel vor, bis wir dann an einem Spot angelangt sind, wo es dann Mittagessen gibt. Da ist ein Affe, siehst du? Jetzt sehe ich nicht mehr. Geht an, ne? Ja, warte. Was machst du? Da ist unsere erste Schlange. Ich hoffe, man sieht sie schon. Anaconda! Also der Guide meinte gerade, die Schlange, die ist nicht gefährlich. Ja, wenn man gebissen wird, gibt es nur eine kostenlose Fahrt in den Himmel. Also ist sie gefährlich. Giftig für den Menschen und die ist anscheinend tagsüber die ganze Zeit da. 6 Monate lang. Und nachts geht sie immer jagen und kommt dann wieder zu ihrem Schlafplatz zurück. Pause, Mittagspause quasi um 5 Uhr irgendwas. Wir kühlen hier ein bisschen ab und lassen uns die Füße von so Fischen putzen. Mal schauen, ob die jetzt gleich noch kommen. Da ist eine. Auf jeden Fall sind die überall und knabbern immer so ein bisschen an die Füße rein. Aber das Wichtigste ist abkühlen. Ich habe gerade mein T-Shirt getunkt. Das werde ich nachher einfach wieder nass anziehen. Wir gehen jetzt dann nachher wieder weiter in der Dämmerung. Da ist einer von diesen Fischen. Der Guide hat uns gesagt, so um 6 Uhr ungefähr, fangen an, im tiefen Dschungel die Elefanten irgendwie ein bisschen reinzudrängen und dadurch bewegen sich alle kleineren Tiere ein bisschen mehr in Richtung Menschen und deswegen ist da die Chance größer, dass man was findet. Das heißt, wir werden jetzt dann so in einer Viertelstunde wieder aufbrechen und uns auf den Rückweg begeben. Schlange Nummer 2. Immer noch. So, gerade haben wir Schlange Nummer 2 gesehen. Wir geben jetzt gerade ziemlich Gas auf dem Rückweg. Wir sind auch schon viel früher losgegangen, weil der Guide meinte, man sieht jetzt auf dem Rückweg viele Tiere, weil sie von den Elefanten hergetrieben werden. Ich glaube, dass Elefanten hier in der Nähe sind und er kein Risiko eingehen will. Deswegen gehen wir auch gerade so schnell und er wirkt ziemlich nervös. Er hat uns auch schon gesagt, was wir machen müssen, wenn wir Elefanten sehen. Und deswegen gehen wir jetzt ein bisschen früher zurück und es wird wahrscheinlich nichts mehr in der Dämmerung geben. Also hier sind definitiv die Elefanten angekommen. Alles abgerissen, abgerieben, da alles umgeknickt. Da hinten alles umgeknickt. Hier alles komplett zerstört von den Elefanten. Da unten haben sie auch ganz schön gewütet, da hinten sieht man, ist alles zerstört. Ist runtergebrochen. Wir gehen jetzt wieder ein bisschen entspannter. Er hat gerade gesagt, we are safe. Also ich denke mal schon, er hatte ziemliche Panik. Und also ist schon ziemlich schade, aber wenn so ein einheimischer Guide so Stress macht oder... Also hat es ja nicht gesagt, aber hat schon echt fast schon panisch gewirkt. Wenn wir einen anderen Guide überholt haben, hat er auch die ganze Zeit darüber geschaut. Ja, jetzt sind wir gleich wieder beim Dorf unten, deswegen sind wir jetzt wieder ein bisschen langsamer. Wie gesagt, das ist schade, aber safety first. Und bevor wir da so einen Elefanten begegnen, was wahrscheinlich an sich schon ganz geil wäre, aber so einer ganzen Herde in der Wildnis, ja, will man glaube ich nicht begegnen. Und deswegen ist jetzt die Abenddämmerungswanderung zu einer Nachmittagswanderung geworden, aber wir haben trotzdem coole Sachen gesehen und vielleicht sehen wir noch mehr.
Da wurde Feuer gemacht, um Elefanten aufzuhalten. Da sieht man noch die Aschereste. Und noch da von letzter Nacht entstanden, weil der Rauchgeruch die Elefanten abhält. Weil da hinten unten ist das Dorf quasi. Und deswegen machen die Ranger hier überall Feuer, immer wieder an so Stellen, wo Elefanten durchkommen, um sie quasi davon abzuhalten, dass sie da im Dorf näher kommen. So, 6 Uhr, back in Camp. Ich weiß nicht, ob ihr es gerade hört, das sind Frösche hier. Das ist ein cooler Teich. Auch wenn wir in der Dämmerung nicht viel gesehen haben, wir haben trotzdem geile Sachen gesehen. 2 Schlangen, 2 giftige Schlangen, 3 verschiedene Arten von Affen. Und mit den Worten, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao.